Hallo Gartenfreunde, ich sitze hier, Garten 3, drüben ist die Bisonne, und zwar planen wir heute nach der Meise. Und zwar ist der Plan, hatte ich ja beim letzten Video angekündigt, wir bauen was auf ukrainischer Art an. Und zwar Kartoffeln auf ukrainisch, nicht auf deutsch. Deutsch legen wir uns eh nicht rein. Wird nicht so gemacht. Ich mache das so, wie die Oma in Merilupol gemacht hat. Die hat die mir gezeigt. Und da hing auch ordentlich was dran unten dann. Auf geht's! Hab's hier reingehauen. Da liegt nur der Rest, nur die Reihe. Und zwar legen wir pro Loch nicht deutschmäßig eine. Wir machen das ukrainisch. Zwar kommt da 3 Stück rein pro Loch. Eins, zwei, drei. Habe ich jetzt schon die ganze Reihe fertig? Das sind fest kochende Kartoffeln Sorte Salomon. Und da hängt irgendwann unten dran dann. So hat es Babuschka in der Ukraine gemacht. Weil er gesagt hat, ich musste das machen bei der. Mit Nadja hat er auch mitgemacht. Und ausgebuddelt habe ich sie dann auch. Ja. Ja, lass mal zumachen. Dann haben wir noch eine Reihe. Es hat nie ganz gereicht. Zweite Reihe. Und zwar kommen wir da dazu. Wir haben vorne wieder 3, 3, 3, 3. Die letzten 4 sind nur noch 2 Stück. Nochmal kaufen. Wegen 4 Kartoffeln. Lassen wir. Gut, Gartenfreunde. Ukrainische Anbaumethode von Kartoffeln. Ich werde gleich noch ein bisschen Dinger reinhauen mit. Und dann zuschauen. Da bin ich ja mal gespannt, wie ein Flitzebogen, wie viel große Kartoffeln man hier rausholen. Also das ist Beet Nummer 3 in Garten 2 von Gewächshaus ausgesehen. Thank you.
sind wir mal hier hinten. An der Hecke werden das langste sein. Eingießen brauchen die Dinger nicht. Das ist gerade bei mir. Das ist es. So russig aus ist. Wir haben ja schon was Russisches. Das Hofbett. Ja, dann lassen wir das. Gut. Kartoffel, Kartoffelernte, ist noch nicht. Kartoffel gelegt. Auf Ukrainisch. Mache ich noch was? Bringt das Video wieder rein? Wir können den Hexen ein paar Blümchen pflanzen. Jetzt ist die 8 Minuten voll kriege. Ich weiß ja nicht, wie viel Zeit jetzt schon rum ist. Naja, wir machen noch ein paar Blümchen. Dann ist gut. Gut, dann habe ich hier 8 solche Büschel gemacht. Das ist hier Fuchsschwanz. Die werden wir hier hinter die Tulpen einbuddeln. Immer so 3-4 Stück zusammen und ein Schorn. Bis ich noch mal die Hut versetzen kann. Ja, stimmt, hä? Ich setze einfach tiefer. Wenn sie nicht kommen, haben wir Pech gehabt. Weiß zwar nicht, ob das richtig ist. Ich bin ja kein Blumenexperte, aber ich nehme mal an, viel verkehrt kann man da nicht machen. Nimm mich mal auf Stock an. Dann haben wir noch einen Meter weit rüber gehen. Ja. Ja, ein bisschen holen.
So lasse ich das. Jede von den vier Motschen aufgeht. Jetzt kommt mein Lieblingsspruch, den ich immer sage. Den Rest mache ich alleine, wurde gesagt. Lieblingsspruch. In einem Kommentar wurde das mal erwähnt. Gut. Achtmal Fuchsschwanz versenkt. Ob es richtig ist, weiß ich nicht. Ich kann nächstes Mal die Annette fragen. Annette ist Blumenspezialist. Habe ich das richtig gemacht? Oder nicht richtig? Und hier entweder Schnecke oder, na, wie heißen die Dinger? Die komischen Erdflehe. Ich werde mal wieder Schneckenkorn dranhauen hier. Aber es ist nur die eine. Die anderen drei sind noch gut hier. So. Kurzes Video für heute. Mach nichts mehr. Gut, Feierabend. Gartenfreunde, das war Kartoffeln auf Ukrainisch und Blumen auf Deutsch. Gut, jetzt werde ich noch ein Video vorbereiten über Garten 3. Rundgang Garten 3. Ich sitze ja schon hier. Da haben wir jetzt noch Vorbereitung drauf. Wenn das kommt, das Video, weiß ich noch nicht. Entweder Ende April oder Anfang Mai. Gut, das war's für heute. Slava Ukraine. Bis demnächst.